Ja, ein Tag am Meer. Heute wäre es perfekt gewesen, am Meer zu sein und da vielleicht schon mal seine Füße ins Wasser zu halten. Aber jetzt habe ich die Grande Dame des Sizilischen, die sizilische Stimme hier bei mir im Studio, Etta Scollo. Herzlich willkommen. Ciao. Hallo, hallo. Ciao, come stai? Bene, molto bene. Bene. Ja, die meisten verstehen leider kein Italienisch, deswegen auf Deutsch, und ich glaube auch, dein Deutsch ist besser als mein Italienisch. Deswegen freue ich mich, dich hier in der Sendung zu haben. Aktuell beginnst du gerade deine Tour. Ist das richtig? Ja, genau. Du bist gerade schon unterwegs oder geht's erst im Mai los? Es geht mit einer Vorpremiere in Flensburg am 27. April und dann offiziell ab dem 9. Mai sind wir in ganz Deutschland unterwegs. Genau, und bei uns bist du am 13. Mai um 20 Uhr. Wir freuen uns schon total. Was dürfen die Zuhörer erwarten? Es ist ja ein neues Album rausgekommen, habe ich gelesen. Ist das richtig? Ja, genau. Es ist ein sehr intimes Album von italienischen Geschichten, auch teilweise auch in sizilianische Gedichte, auch manchmal historischen kleine Geschichte aus dem Geschehen des Lebens in den letzten 60, 70 Jahren. Also eine Sammlung an Texte, die ich gefunden habe, Geschichten, die mich sehr berührt haben und beeinflusst haben, so dass ich sie in Musik gesetzt habe. Und ich hoffe, dass das gut kommt in Deutschland, auch wenn alles so in Italienisch ist, aber ich mit meiner Musiker, wir spielen und auch erzählen, was da in diesem Text los ist, was erzählt wird. Es hat etwas fast Familiäres, also es ist eine sehr, wirklich, wie gesagt, intime Stimmung. Und die Inspiration holst du dir in Italien auf deinen Urlauben, weil du bist ja eigentlich Berlinerin geworden, oder? Ich bin eine Wahlberlinerin mit einem Fuß in Sizilien. Also ich bin die Hälfte meiner Zeit hier in Deutschland, meistens eben also in Berlin oder eben unterwegs, wenn ich Konzerte habe. Und die andere Hälfte bin ich sehr, sehr viel in Sizilien, wo ich auch teilweise eben auch wohne oder in Bologna. Turin, wo meine Geschwister leben. Ja. Manchmal gebe ich auch Konzerte, so wie zum Beispiel jetzt am 1. Mai habe ich ein Konzert in Mailand. Am Tag der Arbeit, genau. Ich wurde eingeladen von einer Musiktheatergruppe und die haben meine Lieder gelernt. Sie singen ganz, ganz toll und ich bin auch sehr gespannt, wie sie mit meiner Musik umgehen. Lasse ich mich auch irgendwie überraschen und genau, dann danach gehen wir auf Tournee. Das heißt, ist Überraschung angesagt? Unterscheidet sich dein aktuelles Album? Das heißt, ich habe es gerade nicht. Wie heißt das aktuelle? Das aktuelle Album, also das neue Album, heißt Il Passo Interiore, der innere Schritt. Yeah. Und der Grund dafür ist, dass es ist der Titel auch ein sehr kurzes sizilianisches Gedicht, wie ein Haiku, wie ein japanisches Haiku. Es hat was Philosophisches und was Schönes. Mhm. Es geht um Reisen, es geht um die innere Reisen eines Menschen, aber auch um das einfach generell Reisen. Und das, was mich sehr gefallen hat in diesem Gedicht, ist der letzte Satz, der Mensch betrachtet seine Zugreise, die Landschaft und sagte am Schluss, aber der innere Schritt ist immer nur eins. Also, immer nur ein Schritt und dann der nächste. Genau. Und dann der nächste. Hat mir so dieser entscheidende Schritt, der große Reise passiert eigentlich im Inneren. Und das ist etwas, was mir sehr viel zu denken gegeben hat, in Bezug auf viele Entscheidungen, die man im Leben trifft oder Gefühle, die man nicht so richtig ausdrücken kann. Und dann man merkt, der innere Schritt tut das für uns irgendwie. Mhm. Und von da weg dann kamen viele andere Lieder, die sehr viel mit Menschenschicksale zu tun haben und auch insofern auch innere Schritte sind. Gibt's ein Lieblingslied?
Ah, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Es ist so, wie wenn du eine Mutter fragst, ja, von alle deine Kinder, welche ist denn lieb? Ich kann sagen, das erste Lied ist eine meiner Lieblingslieder, weil das ist auch ein Gedicht von einem spanischen Poet. Und es geht auch um die Reise, es geht um das Aufstehen und Gehen und das Moment, in dem man sich entscheidet, das Leben zu verändern, also nach quasi eine weitere Entwicklung im Leben. Also es hat was Spirituelles in sich. Dann gibt es viele andere Lieder, die auch eine Reise sind. Und das letzte Lied, der auch eigentlich eine Reise ist, aber es heißt La Voz und das ist in Spanisch gesungen, hat mit der Stimme zu tun. Und als ich dieses Gedicht gelesen habe, habe ich gedacht, genauso sind meine Stimme. Meine Stimme sind wie Erde, wie etwas ganz Konkretes und ganz Greifbares. So empfinde ich meine Stimme. Mhm. Und aus dieses Gedicht ist eine Art Milonga rausgekommen. Also eine ganz langsame spanische Ballade, die an eine Milonga erinnert. Also ich kann den Zuhörern schon mal versprechen, das werden wir dann hören, weil ich habe hier das aktuelle Album da und da bin ich sehr gespannt. Und du bringst ja sozusagen nicht deine Familie, sondern deine Musikerfamilie mit. Und wen dürfen wir da auf der Bühne erwarten? Auf jeden Fall die fantastische Akkordeonistin Katrin Pfeiffer. Die hatten wir erst da, das ist toll. sie begleitet meine Musik seit, würde sagen, gute 10 Jahre. Yeah. Eine treue Seele, eine wunderbare, wirklich Begleiterin. Und Susanne Paul, das ist eine Jazz-Cellistin, die sehr innovativ ist, sehr vielseitig. Sie singt auch, also es gibt auch Gesängen in diesem Programm. Ja. Sie singt, sie spielt auch unter anderem Mandoline, Cajon, also es ist eine sehr vielseitige Musikerin und Komponistin. Also auf diese Tour sind wir erstmal zu dritt. Ja. Manchmal reisen wir auch zu viert oder mehr Besetzung, aber erstmal wollen wir diese erste Tour, eine wirklich sehr intime Konstellation, und wir sind nur 3 Frauen auf der Bühne. Oh, das ist aber toll. Ich glaube, es ist fantastisch, euch dann im Mon Ami zu sehen. Am 13. Mai, 20 Uhr geht's los. Ja. Etta Scollo mit ihrem neuen Album, wo sie gerade auf Tour geht. Wir sind total gespannt, können jetzt schon einmal reinhören in den letzten Song La Voz. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Etta Scollo. Mille grazie e ci vediamo presto. A presto, ciao. Ciao, ciao. A presto, ciao. La voz del pedregal
cruda endida. Golpe di pietra grida.